Warum sollte man eigentlich keine Schweigeminute für Vergewaltigungsopfer abhalten? Herzlich willkommen bei So sehe ich's. Ich bin Matthäus und es geht heute genau darum. Dr. Christina Baum von der AfD stellte letzten Sommer am 14.06.2018 einen Antrag für eine Schweigeminute, um an die vergewaltigten Frauen und Mädchen der letzten Monate zu gedenken und auch an die Todesopfer zu gedenken. Und zwar war der aktuelle Zustand so: Da wurde ein 13-jähriges Mädchen auf dem Nachhauseweg bei Velbert von 8 jugendlichen osteuropäischen Migranten vergewaltigt. Aber dieser Antrag stieß auf viel Widerstand, und zwar auch von den Grünen, von Hans-Ulrich Sckerl zum Beispiel, der sagte, die AfD macht Politik auf dem Rücken der Opfer und instrumentalisiert diese Opfer, um mehr Wählerstimmen zu bekommen. Meine Frage dazu ist, wieso sollte man keine Schweigeminute abhalten? Wieso wollten die meisten Politiker das nicht in diesem Landtag? Ich meine, da identifiziert man sich doch mit diesen Opfern, mit diesen traumatisierten Menschen und auch mit den Todesopfern. Ich meine, das ist doch was ganz Natürliches. Anscheinend hat das Volk bei den meisten Parteien keinen großen Stellenwert. Und ich möchte einfach nur sagen, das ist doch der Grund, weshalb die AfD so viel Zufluss hat und Zulauf, so viel Wählerstimmen bekommt. Ich meine, da muss man sich doch gar nicht wundern. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen nachdenklichen Abend und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Sehr geerte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen, die Fraktion der Alternative für Deutschland tritt der kurzfristigen Aufsetzung der Zusatzpunkte 5 und 6 auf die Tagesordnung entgegen. Die vorgesehene Redezeit widmen wir dem Gedenken an die in Wiesbaden tot aufgefundene Susanna. Sie wurde 14 Jahre alt. Aus der Erde kommst du und zur Erde wirst du werden. Darf ich Sie hinweisen, dass wir gerade zur Geschäftsordnung reden? Und ich würde auch bitten, dass Sie sich an die vorgegebene Tagesordnung und an die Geschäftsordnungsdebatte halten. Rednerin und den nächsten Redner aufrufen. Da Sie mir nicht antworten, ist damit Ihre Rede oder Ihr Beitrag beendet und ich gebe das Wort jetzt Carsten Schneider für die SPD und ich fordere Sie auf, das Redepult zu verlassen. Carsten Schneider für die SPD-Fraktion. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Bundestag ist ein Ort der Debatte, aber nicht der politischen Instrumentalisierung von Opfern. Sie sollten sich schämen.